So, heute geht's weiter mit dem nächsten neuen Modus, den wir uns heute angucken werden, nämlich dem hier und drei Rennen. Auf geht's. Was haben wir denn hier schöne Fahrt? Schönes Autos. Ja, nehmen wir den hier. Aber ein anderes. Na, auf geht's. So. Und starten von. So gar nicht, welchen Platz wir sind. Ziemlich weit hinten wahrscheinlich wieder. Aber ist nicht schlimm. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Eröffnungsrennen zeigen, aus welchem Holz ein Fahrer geschnitzt ist. Manche zeigen Nerven und halten sich erstmal zurück. Andere geben von Anfang an alles. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und. Entschuldige. 14. Hier muss ich der Teamkollege. Es ist dunkel, selbst mit der Streckenbeleuchtung. Aber wenn du auf die Beschilderung achtest, klappt das schon. So, auf 6 schon mal vorgefahren. Als wenn wir die Jungs jetzt Sachen abzugreifen. So, ich war auf 2 schon. Drei Runden haben wir jetzt hier. Drei Rennen, drei Runden. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ja, der wird jetzt eben vorbeigehen, oder? Ja. Hat. Da wollte er mich angreifen. Das erste Auto geht in die nächste Runde. Das sind wir. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Okay, der war. Das war eine kleine Runde. Gehen wir wieder vor, aber wir rutschen wieder ein bisschen was raus. Die Kollegin noch 15, aber der ist weit zurückgefahren. Ja, ich bin jetzt ins Rutschen gekommen. Der möchte aber auch wirklich von uns, ne? Der nicht weg. Ja. Ich stecke so im Mittelfeld, ich komme hier gar nicht raus, wirklich. Wir müssen jetzt in der letzten Runde den abholen und sie dann nach vorne kämpfen und dann Platz 2 darüber. Und dann sieht das ein ganz weites Stück zurück. Diese Minimum 2 Sekunden. Letzte Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Und das war's. Der Sieg ist weg. So, dann erklärt man, wie gesagt, das Ding ist gegessen. Hör bitte auf, deinen Teamkollegen zu sabotieren. Das war nicht die bewusste, nicht die Absicht.
Am Ende ist es nur P7. Dann gewinnen wir mal das definitiv nicht mehr. Dann komme ich nicht mehr vorne. Genau das Versagen hier auf dieser Strecke. Ja, ich vermute, ich war jetzt so schade, das haben wir schon sogar auf den letzten Platz gekriegt. Ach da. Das ist natürlich ein ganz schlechter Start in die neue Serie. 3 Sekunden hat er uns gegeben. Na gut, probieren wir es nochmal. Was für ein Empfang hier in Sepang. Kristen, was kannst du uns verraten? Sepang, Malaysia. So, Platz 15, also mit Platz 8 waren wir im ersten Rennen noch nicht mehr gut dabei. Jetzt ist heute wirklich ein bisschen mehr Strecken. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Ja, ich habe eine Überraschung. Ja, da schön einer uns gegeben, dass ich da wieder rausrutsche. Ich komme aber auch nicht wirklich schick nach vorne mal, ne? Halt dich zurück. Den Schlag habe ich bewusst gesetzt. Den Schlag habe ich jetzt ziemlich bewusst gesetzt. Muss ich immer so ein bisschen abzusetzen hier mit Fahrer. Noch eine Chance haben auf den Gesamtsieg. Ja, vom 1-Kurs ein bisschen andersrum. Na, die erste Runde ist durch. Start. Bleib an der Spitze. Gut, aber
Ja, da gibt es keine Zwischenzeiten gerade. Ich weiß leider nicht, wie die anderen Plätze momentan aussehen. Dass unser großer Rivale, der das Ding gewonnen hat, auf 9 oder schlechter ist. So, letzte Runde. Und zwar jetzt. Hallo. Jetzt. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Soll die alles anders gut. Da hat doch dicke Zeit gekostet. So schnell geht das, wenn man unverzeptiert ist, wenn man so einen Sieg wegschmeißt, der eigentlich hausauf überlegen ist. Also sieht schon ziemlich zerrückt aus. So, jetzt geht's auf die letzten Meter, mal gewinnen wir das Ding doch noch irgendwie. So, dann haben wir das. Na, 10 also geworden. Das ist gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Zwischenergebnis. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir das Rennen, das letzte Rennen jetzt richtig angehen können. So, und das letzte Rennen gehen wir auf Platz 3 an.
entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Okay, let's go. Du hast deinen Rhythmus gefunden und Selbstvertrauen gewonnen. Du schaffst das. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Hier sind wieder drei Runden gegangen. So, mal ein bisschen abzusitzen hier. Ich checke jetzt mal auf Zielverstone. Kann das sein? So, dann geht's jetzt in die zweite Runde. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. So. Die Alternativroute. So. Aber das ist auch gleich durch. Also geht er wieder weiter mit Until Dawn. Ich weiß gar nicht, was ich heute von mir denke, so kommen wir jetzt hier auch nicht. Mal gucken, wann man zum Aufnehmen kommt. So, letzte Runde jetzt. Die haben wir jetzt mit 1-2-5 gefahren. Letzte Runde. Der Kollege ist jetzt mittlerweile auf P5. Ja, immer wieder reingerutscht hier und gekommen.
So, dann haben wir es gleich. Ich will die Wand gelungen. Natürlich wird die Zeit, ist die Zeit nicht so gut wie die davor die Runde. So, ein bisschen wieder mal drüber. Wir sind auch schon unterwegs, eigentlich sollte ich mal zur Fahrschule, da fehlt auch aus, haben wir doch unterwegs, immer noch, also ein bisschen was zu tun. Ja, seht es mir bitte nach, dass ich heute ein bisschen angeschlagen bin. Aber egal, wir sollen jetzt irgendwas schaffen. Hier ist die Boxeneinfahrt. Und dann geht es jetzt in die letzte Kurve. Das ist die letzte Kurve. Ja, es ist die letzte Kurve. Wir gewinnen das Rennen noch. Nach dem Ende, dem unrühmlichen Ende des ersten Rennens geht es heute in Rennen Nummer 2. Und 3 zum Sieg. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Ob wir hier wieder einen Gesamtsieg davon tragen konnten. Ja, Gott sei Dank. Derjenige, der das erste Rennen gewonnen hat, ist ziemlich abgeschmiert. Aber wir sind jetzt auf diesem Rennen nur 12er geworden. Das reicht also für uns, um das große Finale zu machen. So, mal gucken, wie das Gesamtevent aussieht am Ende. Also das Gesamtergebnis. Level 58 gemeint schon. Es ist am Ende für uns den ersten Platz. Nichts für den Teamkollegen. Aber egal. So, und dann sind wir durch heute. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten großen Event. Und zwar hier, Virtual Tour Part 2.